weg! Die Ratte muss weg! Die Ratte muss weg! Genau, ein Ende von die Schnellfahrer-Transformation nicht können, denn die Kirche der Großstandsvernichtung seit 100 Jahren wahrscheinlich ist die Abgabe. Es kann nicht sein, dass das Ersparte durch das Vermögen unserer Bürger, die aufs Spiel gesetzt wird, Medien zur verbundenen Politik, dass Menschen mittlerweile Flaschen sammeln müssen in diesem Land. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Rentner nicht mehr rauskommen, weil sie für 100 Euro Rente kriegen, die ihnen jetzt auch noch weggenommen wird durch die Inflation. Das ist eine Schande, was sich diese Regierung leistet. Und deshalb rufen wir nochmal ganz lautstark: Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Die Ampel muss weg! Die Wir führen nicht für diese unsägliche Politik. Volle Energie für Deutschland, mehr Kernkraft, die Wohlstandschaft. Und natürlich ist es auch so, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen können. Kohlegas und Kernenergie ist eine gute Synergie. Und das ist so. Und das soll auch noch eine Weile so bleiben. Nichts gegen sogenannte Erneuerbare, aber mit Maß und Ziel und nicht dieses ganze Land mit diesen Windrädern verschandeln und am Ende kommt ein Wirkungsgrad raus, der ein Minimum davon ist, was sich überhaupt dieses Land leisten kann. Also, wir brauchen auf jeden Fall unsere Energie und wir brauchen natürlich auch unsere fossilen Brennstoffe. Auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Und wir lassen uns natürlich diese Wirtschaft und diesen Wohlstand der Bürger nicht kaputt machen. Denn eins steht fest: Wir sind das Volk! 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 So, die Zahl reißt sich ab. Ich schätze mal, so 10.000 sind es bestimmt. In den Medien wird es wahrscheinlich wieder runtergespielt mit 3.000 oder 4.000, aber ich dachte mal, 10.000 sind es locker hier. Welche hier aus ganzen Teilen Deutschlands angereist sind. Ich bin extra aus der Schweiz hier, weil ich zu Besuch bin bei meiner Mutter in Europien und will es mir natürlich nicht nehmen lassen, dieses große Event hier in Berlin zu besuchen, um meinen Beitrag dafür zu leisten, den ganzen Wahnsinn ein Ende zu setzen. Früher oder später die Regierung zum Rücktritt zu zwingen und inklusive der Medien. Und des ganzen mafiösen Justizkonstruktes natürlich. Es braucht eine komplette Neuaufarbeitung, komplette Neugestaltung und ein vollkommen neues System meiner Meinung nach.